Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Rival Stars. Ich habe einige Ziele erreicht. Verbessere eine Tuchbox auf Stufe 7 und kaufe eine Pferdebox. Yay! Wir gucken jetzt einfach mal. Oh, ich verstehe nicht, wie er mein Vertrauen so untergangen. Wir müssen irgendwie. Was? Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Gottes Willen, so Einkünfte und Lagerhaus habe ich nämlich auch schon gemacht. Wir möchten ja hier weiterhin fröhlich vor uns hin leveln. Wieder 15 Gold. Das schmeckt, Leute, das schmeckt. So, fittes Team. Trainiere 8-mal Geschwindigkeit. Trainiere 8-mal Sprint. Ja, das Problem ist, ich trainiere im Moment nur meine Light. Ohne Silber geht nichts. Gewinne 45.000 im Rennen. Ja, Rennen bin ich auch nicht gegangen. Züchte oder kaufe ein Pferd mit folgendem Geläuf Mittel. Ich will gar kein mittleres Pferd. Leute, warum ich jetzt gerade schon filme, ich wollte eigentlich erst später filmen, ist, ich habe ein Pferd gesehen, das ich gerne kaufen würde. Und zwar Dragon Deadline, Leute. Wir brauchen eigentlich ein Level 1 und ein Level 2 Pferd für die Events, dass wir da überhaupt starten können. Das Event im Moment... Oh, Mittel! Ja, das ist ja ideal. Wir können die kleine Maus natürlich auch wieder verkaufen, wenn es ist, weil es ist ja not set in stone. Aber Leute, hier können wir nur starten mit Level 1 und 2 Pferd. Das Problem ist natürlich, wir müssten die natürlich auch ein bisschen hochleveln, aber warum eigentlich nicht? Wir könnten das doch einfach mal mit ihr probieren. Sie ist halt überhaupt nicht teuer. Sie ist mega günstig und es ist ein Hengst. Ich die ganze Zeit sie. Es ist ein Hengsti, Leute. Ein Hengsti. Das machen wir doch, oder? Er hat jetzt nicht die mega coolen Werte oder so, aber ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht, oder? Was sagt denn ihr? Wir kaufen den kleinen Mann jetzt einfach. Erfolg freigeschaltet! Hi! Na, Dragon? Alles klar, ein Hengst. Verwenden wir ihn als Zuchthengst, damit wir unsere Zucht beginnen können. Alles klar? Coole Sache, Leute. Jetzt können wir ihn als Zuchthengst anbieten. Das ist richtig cool. Wow. Als Zuchthengst festlegen. So, jetzt ist er der Zuchthengst. Die Frage ist nur, kann ich den auch für andere Leute als Zuchthengst angeben? Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin etwas überfordert. Jetzt habe ich irgendein Ziel auf jeden Fall geschafft. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall gekauft. Der ist super, oder Leute? Ich bin mega begeistert. So, Story, irgendwas haben wir abgeschlossen. Züchte oder kaufe ein Pferd mit Mittel. Ja, das haben wir auch abgeschlossen. Jetzt kriegen wir 15 Gold. Hey, das machen wir doch hervorragend, oder? Neu. Züchte oder kaufe ein Pferd der Klasse 4 oder höher, trainiere ein Pferd bis auf Beschleunigung, verkaufe ein Pferd mit Beschleunigungsstatistik von 62 oder höher. Oh Gott, die will ja unglaublich viel von mir. Leute, aber jetzt werden wir erstmal ein bisschen rennen gehen. Wir werden jetzt mit Dragon das erste Rennen meistern. Das sollten wir auch easy gewinnen, hätte ich gesagt. Wo ist er denn, der Bub? Wir könnten jetzt theoretisch Shade Song verkaufen, weil... Ne? Wir haben ja jetzt unseren Dragon, der... Wir reiten natürlich selber. Wir haben... Oh mein Gott. Das ist das Rennen 1 in Three Oaks und wir haben nicht mal die Nase vorne. Oh mein Gott, egal. Leute, wir brauchen jetzt einfach nur ein paar Level-Ups. Das erste Rennen gehe ich auf jeden Fall jetzt mal mit euch. Wir können den kleinen Mann ja auch gratis hochleveln, ohne zu warten bis Level 5. Und ja, ich frage mich nur gerade, jetzt Moment, was sagt der? Ah. Ha! Oh, er ist so schick. Oh. Ist er nicht wunderschön, Leute? Und er hat nicht mal 5000 gekostet. Oh mein Gott, ich muss drücken. Oh, zu früh. Okay. Das habe ich schon mal komplett verkackt, Leute, weil das Problem ist, ich hatte gerade meine Maus nicht da und bis ich die dann in der Hand hatte, war es zu früh, witzigerweise. Ich dachte, ich muss sofort drücken. So, jetzt, der schiebt sich jetzt hier durch. Geh jetzt weg. Geh jetzt weg mit deinem Gaul. Verschwinde. Zisch dich jetzt mit deinem Pferd. Wir brauchen dich hier nicht. Ach so, aber ich muss da laufen. Ach so. Ja, ich muss in der Mitte laufen, dass der Sprint lädt, Leute. Das ist auch nicht so ganz günstig. Jetzt muss ich aufpassen, dann sprinten wir. Nein, 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 nicht. Oh, das war zu viel Sprint. Egal. Wir laden ja immer noch auf, oder?
Okay, dann machen wir das doch nochmal hier. Und dann machen wir es nochmal. Zielgerade. Oh Gott, wir haben jetzt schon die Zielgerade. Oh mein Gott. Okay, wir werden, glaube ich, Zweiter. Ich glaube, Zweiter sieht gut aus. Den Ersten, den werden wir jetzt nicht mehr aufholen. Der ist zu schnell. Egal, Leute. Zweiter Platz ist nicht so schlecht, glaube ich, für unseren Dragon. Wir haben 900 verdient. Das ist doch nicht so schlecht. Dragon Deadline. Yay. Nee, wir wollen jetzt keine Werbung gucken. Yay. Level 2. Dann neue Zuchthengste. Dann gucken wir uns erstmal schnell die Zuchthengste an. Wollen wir mal Shade Song verkaufen? Ich glaube, das wird mir sonst... Das sind mir zu viele Pferde, Leute, oder? Kann ich eigentlich eine Pferdebox? Nein. Ich kann im Moment keine Pferde... Der ist so schön. Er ist auf jeden Fall schöner wie Shade Song. Ich werde, denke ich, auch Duchess Lawsuit verkaufen. Wir brauchen nur ein Level 3 Pferd. Hätte ich gesagt. Lightning Luck ist noch knapp eine Stunde im Training. Ah, das ist natürlich jetzt ungünstig, weil ich wollte ja eigentlich jetzt den kleinen Mann leveln. Jetzt, Moment, wo ist er denn? Der Bub. Hier unten ist er. Hier. Und das können wir nämlich jetzt alles gratis überspringen. Das ist nämlich einwandfrei. Aber jetzt ist natürlich die Anlage belegt. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so günstig, Leute. So, Lights Training ist somit abgeschlossen. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen gewartet. Und dann können wir noch Dragon hier trainieren auf Beschleunigung. Das können wir auch nochmal gratis überspringen. Und dann ist er auf jeden Fall schon Level 2. Ich kann ihn, wie gesagt, bis Level 5 kostenlos leveln. Und hier sind wieder Auszahlungen, die ich abholen kann. Yay! Ein extra Punkt. Dann habe ich anscheinend nochmal Ziele ab... Nee, tägliche Ziele. Moment, was steht da? Trainiere zweimal Beschleunigung abholen. Yes! Das ist doch hervorragend. So. Und was haben wir denn hier noch? Verkaufe ein Pferd mit folgender bevorzugter Position Mitte. Jetzt, Moment. Wir können mal ganz kurz gucken, was Shade Song ist. Sie ist Mitte, Leute. Dann werden wir sie verkaufen. Ganz einfach. Tschüss, Mäuschen. So, dann haben wir nämlich das auch abgeschlossen. Das ist super, Leute. Weil das wird mir dann auch zu viele Pferde. Die kann ich ja alle gar nicht trainieren, Leute. Dann haben wir nochmal extra 3000 bekommen. Dann hat sich das super gelohnt. Ich habe Dragon jetzt gerade schon auf Level 4 gebracht. Und ich hätte gesagt, wir reiten jetzt einfach nochmal gemeinsam ein Rennen. Und bringen den kleinen Mann noch auf Level 5. Dass ich dann nochmal ein Live-Event mit ihm gehen kann. Weil das bringt eigentlich immer ganz viel... Von diesen Rosen. Das überspringen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Yes! Perfekter Start, Leute. Dann versuchen wir gleich mal hier rüber zu gehen. Jawohl, bevorzugte Position. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich komme nur leider nicht rüber, weil da andere Pferde rennen. Wir sind sehr, sehr weit außen. Aber unser Sprint lädt zumindest. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Jetzt lädt aber unser Sprint leider nicht mehr. Fast. Komm, 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 komm. Komm, Dragon, auf geht's. Jetzt müsste doch der Sprint wieder laden. Wir sind doch Mitte, oder nicht? Komm, schieb dich mal in die Mitte, Freund. Jawohl, jetzt lädt's. Oh, jetzt wieder nicht mehr. Na, super. Jetzt Zielgerade. Lauf, Dragon, lauf. Das gewinnen wir, das Ding. Komm. Zieh. Jawohl. Das machst du super toll. Das gewinnen wir. Jawohl. Zum Schluss hat uns dann noch ein Pünktchen gefehlt, aber der erste Platz war uns sicher. Jetzt bin ich gespannt, ob er dann schon Level 5 ist, Leute. Jawohl. Level 5. Jetzt können wir den kleinen Mann nochmal schnell trainieren, denn das können wir noch machen, ohne dass wir in irgendeiner Form warten müssen. So. Dann sind wir Level 5. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Er kann bis Level 10 funktionieren, aber Leute, jetzt Moment, was haben wir denn hier neu?
Wow, Frozen Fried. Die ist ja mega schick, die Stute. Ich habe aber leider nicht genug Gold, um sie zu kaufen. Jetzt gucken wir uns mal noch das Live-Event an. Hier Level 1 und 2. Was müssen wir denn schaffen? Wir müssten schaffen unter 1,22. 2000 Meter unter 1,22. Ja, das werden wir, denke ich, nicht schaffen. Aber wir können ja einfach mal gucken, ob wir irgendwelche Rosen gewinnen. Und ich werde jetzt Dragon sowieso auf Level 10 hochleveln und dann kann ich es ja auf jeden Fall auch nochmal probieren. Okay, Leute, das kriegen wir hin. Oh mein Gott, es war so knapp mit dem perfekten Start. Jetzt kann ich wieder nicht lenken, Leute. Komm schon. Komm schon. Zieh rüber, komm. Zieh rüber. Jawohl. Jawohl. Jetzt haben wir uns doch ganz gut positioniert. Yay! Okay, jetzt können wir gleich ein bisschen sprinten. Oh mein Gott, aber wie sollen wir das denn in 1,22 schaffen? Ich meine, in welchem Leben denn? Wir haben noch 1000 Meter. Leute, wir... Hä? Wie soll das denn funktionieren? So, also das mit dieser bevorzugten Position, das funktioniert jetzt nicht ganz gut. Doch jetzt. Jetzt geht's wieder. Jetzt haben wir wieder... Also 1,22, wir haben immer noch 1000 Meter. Also Leute, ich bin mir nicht sicher oder so, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das in irgendeiner Form hinbekommen. Wir sind einfach nicht schnell genug. Okay, komm, lauf. So, jetzt sind wir wieder in der bevorzugten Position. Da lädt wieder der Sprint gut auf. Es ist Wahnsinn, wie gut der Sprint auflädt. Oh nein, sind wir jetzt immer noch hier? Okay. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. 1,22 stand doch da, oder? Also, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich mich auch nur verguckt, Leute. Okay, jetzt haben wir hier keine bevorzugte Position mehr. Jetzt müssen wir aber gleich schon sprinten, Leute. Puh, okay, 2 Minuten. Vielleicht war es 2,22. Ah, jetzt ist sowieso schon Zielgerade angesagt. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, im Moment sind wir Dritter. Also ich meine, das kann jetzt gerade nicht so schlecht gewesen sein, oder? Also, das war doch jetzt nicht schlecht. Wir sind 26. Okay. Neue Bestzeit 2,14, Leute. Also 26. ist gar nicht so schlecht, weil ich meine, Leute, er ist Level 5. Wir können noch doppelt so viel trainieren. Aber, Leute, wie soll man 1,22 schaffen? Das schafft man ja gar nicht. Wie soll man das denn schaffen? Wir haben jetzt alle 2,10 gebraucht. Ich denke, das ist ein Fehler, Leute. Ich denke, das ist eine Fehleranzeige. Ich denke mal, dass das irgendwie verdreht wurde oder so. Ich nehme mal an, das sollte 2,14 sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, Leute. Das ist super strange. 2000 Meter, 1,14, das ist nicht möglich. Absolut nicht möglich. Jetzt haben wir nur 5 bekommen. Mega schade. Aber dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, war's das für dieses Video. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Dragon findet. Ich finde ihn mega cool und er wird für die Live-Events definitiv, denke ich, noch gebraucht werden. Er macht bei den Live-Events, glaube ich, eine richtig gute Figur, weil Mitte ist vermutlich genau das, wo wir uns einfach auch befinden. Vorne ist es sehr, sehr schwer, weil ja, die meisten einfach sehr, sehr gut reiten. Das bin ich nicht. Dann danke ich euch aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!